Ferien auf dem Bauernhof, Schlaf im Stroh oder der Einkauf im Hofladen bringen den Gästen und Kunden eindrücklichen Direktkontakt mit den Bauernbetrieben. Die Wirkung dieses Kontakts für den Beziehungs- und Imageaufbau zur Landwirtschaft ist bedeutend. Vereine setzen sich für die Kommunikation und für gute Qualität der agrotouristischen Angebote ein. Ferien auf dem Bauernhof und Schlaf im Stroh. Wir haben eine Broschüre von Ferien auf dem Bauernhof. Dort kann der Gast sich einen Hof aussuchen und das über die Buchungszentrale Reka buchen. Die Reka schickt uns nachher einen Anweis, den wir bekommen. Dann wissen wir, wann der Gast kommt, wie viele Personen das kommen. So kommt er auf den Bauernhof zu uns. Ja. Es gibt den Verein Schlaf im Stroh, das ist ein separater Verein. Die Unterschiede sind, bei Schlaf im Stroh tut sich der Kunde direkt beim Bauer melden und tut es selber buchen. Bei Ferien vom Bauernhof tut der Kunde über die Reka buchen. Auch Hofläden sind wichtige Aushängeschilder der Landwirtschaft und wollen mit Sorgfalt angeschrieben, eingerichtet und betreut sein. Also das ist so wie ein Hofladen. Etwa könnte sein. Es ist natürlich ein bisschen enger als im Hofladen. Wir haben verschiedene Produkte. Frischprodukte, Konfi, Sirup, Dörrets und auch frisches Gemüse, Herdöpfel. Und das wäre jetzt einfach vor allem für vielleicht Leute in der Stadtnähe, die gerne etwas noch handgemacht haben und nicht einfach im Grossverteiler einkaufen. Wir verkaufen auch Verpackungsmaterial für Direktvermarkter, Konfigläser, Sirupflaschen, auch Papiersäcke, Papiertragtaschen für Früchte und Herdöpfel. Auch Tafeln für Anschreiben, dass so die Direktvermarkter gutes Material haben, für ihre Sachen abzufüllen, dass sie nicht müssen ein Glas mit einem Mikrodeko oder mit einem Domidecho nehmen müssen. Das wird einfach schön präsentiert.